Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Frau Bolling-Schröter, am 29. Januar 2016 haben wir die erste Lesung des Strommarktgesetzes hier gehabt. Die letzten 5 Monate hatten wir viel Zeit, über das Gesetz zu diskutieren. Ich glaube, mit der jetzigen zweiten und dritten Lesung kommen wir in die Zielgerade. Ich glaube, wir hatten jetzt auch genügend Debattenzeit, um entsprechend auch dieses Gesetz in die richtige Richtung zu lenken. Wir stehen nach wie vor vor einem Riesenumbruch. Auch das kam in den vorgangenen Reden ja auch zum Ausdruck. Wir wollen die nächsten Jahre weitergehen im Ausbau von erneuerbaren Energien, sind heute schon bei 33%, sind schneller vorangekommen als ursprünglich mal gedacht und haben auch in diesen 33% eine enorme Menge an volatiler Stromerzeugung, an Wind- und Sonnenenergie, die nicht verlässlich sind. Das bedeutet eine enorme Herausforderung für den Strommarkt der Zukunft. Diese Herausforderung müssen wir uns auch stellen. Auf der anderen Seite verlieren wir einen verlässlichen Kraftwerkspark. Allein die letzten 5 Jahre haben wir 8 Kernkraftwerke verloren, wollen die nächsten 5 Jahre noch einmal 8 Kernkraftwerke vom Netz nehmen. Das heißt, wir stehen auch davor, die Versorgungssicherheit noch einmal stärker in den Fokus zu nehmen, den Dreiklang ernst zu nehmen, dass wir auch bezahlbare, saubere und eine sichere Energieversorgung in Zukunft gewährleisten wollen. Die Versorgungssicherheit hat oberste Priorität für uns. Auch das ist Grundaussage dieses Strommarktgesetzes, und wir wollen auch, und das kam auch nochmal hier in diesen Reden zum Ausdruck vom Kollegen Saathoff, dass wir verstärkt auf den Markt setzen wollen. Wir haben lange diskutiert, welche sind die richtigen Instrumente. Wir haben uns bewusst gegen weitere Subventionen im Strommarkt entschieden und haben gesagt, wir wollen auf den Energy-Only-Markt, auf die freie Preisbildung setzen. Die sollen dann die richtigen Preissignale setzen für neue Kraftwerke, auch die richtigen Preissignale setzen für bestehende Kraftwerke, dass die weiterhin am Netz auch bleiben und dann wiederum auch für die flexible Lastpotenziale, die wir auch in Zukunft heben müssen. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, um den Strommarkt der Zukunft auch zu gestalten. Trotzdem brauchen wir auch noch gewisse Reserven, die für den Notfall auch da sein müssen. Auch das ist etwas, glaube ich, was enorm wichtig ist und was auch Grundaussage dieses Gesetzes sein wird. Wir brauchen einerseits die Kapazitätsreserve, die zukünftige Kapazitätslücke schließen wird. Wir haben hier auch im parlamentarischen Verfahren nach langen Diskussionen die ursprüngliche Überlegung der Kapazitätsreserve von 4,4 Gigawatt auf 2 Gigawatt reduziert. Nicht deshalb, weil wir der Überzeugung sind, dass wir weniger Sicherheit brauchen, sondern weil wir glauben, dass wir die Kapazitätsreserven auf eine minimale Höhe zurückfahren müssen, weil sie keine Regulierungsfalle für uns sein darf. Und wir brauchen auch hier einen Druck im Markt und müssen schauen, dass Kraftwerke sich in eine Hängematte legen, nicht hier in notleidende Kraftwerke eine langfristige Versorgung bekommen, sondern wir brauchen die Kapazitätsreserve als wirkliche Sicherheitslücke für die Zukunft. Darüber hinaus wollen wir aber auch diese Kapazitätsreserve ständig auch monitoren, wollen schauen, ob sie auch wirklich ausreicht. Und wenn sie nicht ausreicht, werden wir sie auch erhöhen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist für dieses Gesetz, dass wir diese Erhöhung dann nur auch wirklich vornehmen, wenn der Bundestag auch zustimmt. Auch das ist, glaube ich, etwas, was im Sinne von uns allen ist, dass wir hier auch eine breite Bundestagsbeteiligung bekommen werden. Der zweite Punkt ist die Netzreserve, die noch einmal obendrauf geschaltet wird. Die sorgt dafür, dass der langsame Netzausbau, den wir immer tagtäglich ja feststellen, auch abgefedert wird. Temporäre Netzengpässe werden dadurch geschlossen, vor allen Dingen im Süden Deutschlands, wo in den nächsten Jahren über 5 Gigawatt fehlen werden. Hier brauchen wir auch eine Sicherheit. Und auch da ist es notwendig, dass wir das neue Instrument auch einbauen, nämlich die Möglichkeit für Netzbetreiber, auch neue Kraftwerke dort, wo sie gebaut werden, flexible Kraftwerke oder auch vielleicht kleine Kraftwerke, je nachdem, wie die aussehen mögen, dann in Zukunft auch nochmal zusätzlich zu installieren, damit wir hier eine noch höhere Versorgungssicherheit vorlegen können. Wir wollen darüber hinaus neben den Reserven auch noch weitere Marktakteure möglich machen. Wir wollen, dass wir auch die Lasten besser managen, dass wir ein Lastmanagement besser einbauen. Wir haben hier sogenannte Aggregatoren möglich gemacht, haben die Grundlage geschaffen für Aggregatoren. Auch das ist etwas, was, glaube ich, auch zukünftig wegweisend sein wird. Ein weiterer Punkt, den wir ein Stück weit verbessert haben, ist das Thema der Speicher. Wir sind der Überzeugung, wir brauchen auch die nächsten Jahre eher mehr als weniger Speicher. Wir haben hier bei den Wirkungsgradverlusten von Netzentgelten befreit. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen. Leider ist es noch nicht ausreichend meines Erachtens. Beim Speicher müssen wir mehr tun. Hier können wir mehr tun. Wir hätten gern mehr gemacht. Leider haben wir das nicht mit unseren Partnern hier geschafft. Wir brauchen
das Strommarktgesetz, um Versorgungssicherheit voranzutreiben, die Energiewende voranzutreiben. Es ist ein gutes Gesetz. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Deshalb werden wir ebenfalls zustimmen. In diesem Sinne hoffen wir auch, dass die anderen Partner zustimmen. Und ich wünsche noch einen schönen Abend allen, die hier ausgeharrt haben. Herzlichen Dank. So weit sind wir aber noch nicht. Jetzt hat als nächster Redner Oliver Krische das Wort.